Wir starten heute mit der Miles Challenge. Wir fahren heute mit unserem Volvo FH Electric von München nach Berlin, 600 Kilometer in einer Tageslenkzeit. Und das unter Kontrolle der DEKRA-LKW-Experten, die den auf knapp 40 Tonnen ausgeladenen FH Electric schon vor dem Start genau unter die Lupe nehmen. Schließlich soll alles mit rechten Dingen und konformer Technik über die Bühne gehen. Wir sind da eigentlich auf Nummer sicher gegangen, dass da alles so ist, wie es sein soll, wie es im reellen, normalen Transportverkehr letztendlich auch so sein soll. Los geht's! Vom Volvo Truck Center Aschheim bei München geht es nun im ersten der beiden Abschnitte Richtung Autohof Selbitz. Dort kann nach rund 290 Kilometer Strecke schnell und reichlich nachgeladen werden. 540 Kilowattstunden passen in die 6 Akku-Packs. Jetzt machen wir es nochmal spannend. Wir sind jetzt bei Kilometer 276. Wir haben jetzt noch genau 10 Kilometer bis zum Ladepunkt. Wir haben eine Restreichweite von 27 Kilometern und eine Restakkukapazität von 11%. Sprich, wir schaffen es. Auf der Zufahrt zum Autohof Selbitz wird nochmal gut rekuperiert. Und so heißt die Bilanz nach dem ersten der beiden Abschnitte: 286 Kilometer gefahren, 70 km/h Schnitt, Verbrauch 125 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, 10% Restkapazität und 25 Kilometer Restreichweite. Offiziell bestätigt auch vom DEKRA-Kollegen. Und ihr seid auch nicht heimlich irgendwo raus zum Nachladen? Wir sind definitiv nicht rausgefahren zum Nachladen. Wir haben jetzt bei der ersten Etappe, werden wir nachladen. Und dann gucken wir, wie viel Energie das Fahrzeug aufgenommen hat, damit wir den Rest nach Berlin auch noch schaffen. Und nachgeladen wurden 327,05 Kilowattstunden in einer Stunde 52 Minuten und 43 Sekunden. Der FH Electric schafft bis zu 250 kW Ladeleistung. Jetzt nur noch aufsatteln und ab nach Berlin. Bist du soweit? Ja. Okay. Okay. 13.30 Uhr und 15 Grad Außentemperatur beim Start in die zweite Etappe über 318 Kilometer von Selbitz bis zum Volvo Truck Center Berlin-Wildau. Mehr Kilometer als am Vormittag, aber flachere Topografie und wärmer, ideal für Verbrauch und Reichweite. Wir sind jetzt kurz hinter Leipzig, haben knappe 440 Kilometer hinter uns gebracht und haben eine Akkukapazität von 74% noch und eine Restreichweite von 320 Kilometern. Und wir haben noch zum Ziel nach Berlin? Zum Ziel nach Berlin haben wir jetzt noch 160 Kilometer. Die werden wir mit Sicherheit ganz sicher schaffen. Ja. Wir haben momentan den Durchschnittsverbrauch an Energie von 113 Kilowattstunden. Dann haben wir den auch noch deutlich gesenkt. Den haben wir jetzt gesenkt, klar. Es wird jetzt von der Topografie her etwas einfacher und wir haben mehr Rolletappen und damit wird der Energieverbrauch auch geringer. Wir haben noch 52 Kilometer vor uns und wir haben noch 45% und 190 Kilometer Restreichweite. Also haben wir noch genug Energie? Wir haben noch genug Energie, dass wir jetzt bis nach Wildau kommen und dann vielleicht sogar, dass wir noch unsere Stadtrundfahrt zum Brandenburger Tor damit bewältigen können.
Nach knapp 4 Stunden und 318 Kilometer ist die zweite Etappe von Selbitz nach Berlin-Wildau souverän absolviert. Bei 80 km/h Schnitt wurde ein ausgezeichneter Verbrauch von nur 89 Kilowattstunden auf 100 Kilometer erzielt. Zudem sind 34% Restakkukapazität und 131 Kilometer Restreichweite vorhanden. Der Volvo FH Electric hat die Miles Challenge München-Berlin eindrucksvoll bestanden. Zeit für die Tagesgesamtbilanz mit dem Dekra-Experten. Von Aschheim nach Wildau wurden 605,7 Kilometer absolviert. Dauer 9 Stunden 17 Minuten. Gesamtenergieverbrauch 646 Kilowattstunden. Energieverbrauch auf 100 Kilometer im Schnitt 106 Kilowattstunden. Durchschnittstempo 73 km/h. Regenerierte Energie 119 Kilowattstunden. Was machen wir mit dem angebrochenen Abend? Wir haben noch 2,5 Stunden Restfahrzeit, also lass uns ans Brandenburger Tor fahren. Emissionsfrei und leise geht es dann also noch in die Berliner City. Mit einer großen Portion Selbstbewusstsein und einem guten Stück Restreichweite posiert der Volvo FH Electric schließlich vor dem Brandenburger Tor.